Hallo und herzlich willkommen zu Smart Heads Europe. Schön, dass du wieder auf unserem Kanal gefunden hast. In dem heutigen Thema. Hallo und herzlich willkommen zu Smart Heads Europe. Schön, dass du wieder auf unserem Kanal gefunden hast. In dem heutigen Video thematisieren wir das Thema. Ich bringe mich durcheinander. Hallo und herzlich willkommen zu Smart Heads Europe. Schön, dass du wieder auf unserem Kanal gefunden hast. In dem heutigen Video geht es um das Thema, bist du bereit für den zweiten Lockdown? Doch bevor ich wieder in das Video einsteige, möchte ich dich ganz herzlich bitten, ein Like und ein Abo für unseren Kanal dazulassen. Wir stellen unsere Informationen für euch kostenlos zur Verfügung und ihr helft uns mit einem Like und einem Abo sehr. Los geht's! Wer die Nachrichten verfolgt, der sieht, in Spanien geht es wieder rund, in Frankreich geht es rund und bei uns in Großbritannien geht es auch wieder los. Die zweite Welle ist da und in den Zeitungen redet man schon vom zweiten Lockdown. Und das führt mich auch gleich zu dem Kernpunkt dieses Videos. Ich möchte hier keine Panik verbreiten, ich möchte nur fragen, beziehungsweise ich wäre sehr daran interessiert, von euch zu erfahren, seid ihr bereit für einen zweiten Lockdown? Wir haben jetzt, oder ihr habt jetzt, circa 2,5 Monate Zeit gehabt, wenn wir jetzt das Zeitfenster von 15. Juni bis 31. August rechnen. Da sind wir nach Deutschland gekommen, wir sind nach Prag gekommen, wir werden nächste Woche nach Zürich fahren, in die Schweiz und auch nochmal dann kurz nochmal einen Abstecher machen nach Konstanz, nach Deutschland, um nochmal Dinge zu eruieren, um nochmal auch nochmal Geschäftsfelder nochmal neu zu eruieren, um auch nochmal kurz das Bankenwesen nochmal zu überprüfen, beziehungsweise da nochmal ein paar Nachforschungen zu machen. Und das ist auch gleich meine Frage an euch. Habt ihr euch da vorbereitet? Habt ihr gedacht, dass jetzt eine V-Kurve kommt? Die V-Kurve wurde ja schon in Großbritannien abgesagt. Also ich finde ja die englische Presse jetzt nicht so schlimm, sage ich jetzt mal, wie die deutsche. Ja, da hat man schon gesagt, es wird keinen Wirtschaftsaufschwung geben. Also stellt euch auf das Schlimmste ein. In Deutschland redet man ja immer von der V-Kurve. Und so ist es jetzt natürlich jetzt die Frage, bist du bereit für einen zweiten Lockdown? Hast du dein Geschäft abgesichert? Hältst du weiter in einem Ladenlokal fest? Machst du weiter Offline-Business? Hast du dich finanziell abgesichert? Hast du dein Geld umstrukturiert? Hast du vielleicht ein Auslandskonto eröffnet? Bist du in Edelmetalle gegangen? All das sind jetzt Fragen, die sich stellen. Denn wie gesagt, die Möglichkeit, ich habe das hier immer wieder thematisiert auf dem Kanal, ist ja da. Man hätte jetzt handeln müssen. Und ich prophezeie auch, dass bestimmte stationäre Geschäfte, also Ladengeschäfte, bestimmte Geschäftsmodelle wie Reise- oder Kreuzfahrten, all das hat keine Zukunft mehr. Und wir sehen jetzt auch schon, wenn wir die Meldungen sehen, in München zum Beispiel, ich war ja vor ein paar Monaten noch in München gewesen, dass dort immer mehr Restriktionen kommen auch. Es wird jetzt auch darüber nachgedacht, Verschärfungen zu machen. Wir haben in Großbritannien bei Verstößen gegen Quarantänepflichten jetzt auch schon Preise von 1.000 Pfund bis zu 10.000 Pfund, also es wird richtig teuer werden. Das wird auch in Deutschland kommen. Wir müssen immer sehen, dass in Deutschland fährt immer mit einem gewissen Verzug. Ja? Ihr hinkt ein bisschen hinterher. Wir haben jetzt schon, wie gesagt, diese Maßnahmen, die jetzt in Großbritannien kommen. Wir wissen schon, dass es keine V-Kurve geben wird. All das wird man später euch in Deutschland auch noch erzählen. Aber die Frage ist, die sich ja für dich stellt, ist, wie kommst du aus dieser Krise raus? Und ich kann da nochmal Dan Penner zitieren. Der geht davon aus, in seiner Prognose, dass die Corona-Krise noch locker 5 bis 10 Jahre dauern kann. Das heißt, wir können uns wirklich hier auf das Schlimmste gefasst machen, was da noch auf uns warten wird. Und so ist es dann für dich ganz wichtig, dass du erkennst, wie du dich unabhängig machst, wie du dich finanziell freier machst und wie du dich einfach aus gewissen Situationen befreist. Das heißt also, wenn du noch ein Ladenlokal hast und weiter daran festhältst, wenn du noch weiter in der Gastronomie oder Hotellerie unterwegs bist, dann wünsche ich dir natürlich von Herzen alles Gute, aber ich garantiere dir, du wirst diese Krise kaum überleben. Das soll es auch schon gewesen sein. Wie seht ihr es? Glaubt ihr an einen nationalen oder an einen regionalen Lockdown? Ich persönlich würde jetzt eher sagen, dass wir jetzt von regionalen Lockdowns reden, weil wir immer mehr hören, dass es jetzt gewisse Regionen gibt, wie zum Beispiel jetzt Bayern ist ja ganz bekannt in Deutschland, wo die Infektionszahlen wieder steigen. Wir dürfen uns immer wieder vor Augen halten, wir haben jetzt erst Herbst. Also die Grippewelle und Schnupfenwelle geht jetzt ja erst los. Also das heißt, also da braucht jetzt noch ein paar Wochen kommen. Dann reden wir von anderen Zahlen, die uns da vorgelegt werden und dann kann es richtig eng werden. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit. Bitte ein Like und ein Abo für den Kanal da lassen und wir sehen uns auch schon sehr bald wieder mit einem weiteren spannenden Video.